Es ist kalt draußen, aber es gibt manchmal verrückte Menschen, unter anderem wie mich, die auch bei Minustemperaturen draußen schlafen möchten. Dafür gibt es natürlich von günstig bis teurer Ausrüstung alles Mögliche und heute wollen wir uns ein ganz besonderes Produkt, was ich jetzt einige Zeit schon in Benutzung habe und was ich sehr, sehr liebe, euch vorstellen. Und zwar die Thermarest Mondo King 3D, eine richtig schöne Schlafmatte, Luxuskomfort. Und wenn euch das interessiert, dann bleibt einfach dran. Ja, die Thermarest Mondo King. Thermarest ist ja eine Marke, die sich vor allen Dingen auf die Unterlagen beim Schlafen spezialisiert hat. Das heißt, dass ihr hochwertige, qualitative Ware habt, mit der ihr euch auch ohne Probleme in unangenehmeren Gefilden zum Schlafen legen könnt, als da wären Kälte, unebener Untergrund etc. etc. Dafür hat Thermarest jetzt eine richtige, hochpreisige, eher auf Camping ausgerichtete Matte rausgebracht. Ich glaube, sie haben sie aber schon ein paar Jahre draußen, schon länger als ich sie selbst habe. Und zwar die Thermarest Mondo King 3D, die ein paar ganz besondere Features hat. Und wir wollen uns mal angucken, wie die technischen Daten erstmal sind. Wir haben eine selbst aufblasende Matte. Das ist natürlich immer so eine Werbesache. Vollkommen selbst aufblasend sind die nicht, diese Matten. Aber wenn man sie liegen lässt, dann wird durch ein kleines Vakuum die Matte zumindest zu einem gewissen Teil schon mal selbst aufgeblasen. Die selbst aufblasenden Matten zeichnen sich auch dadurch aus, dass ein Material schon in der Matte drin ist. Das heißt eine Art von Schaumstoff. Das ist nicht immer normal. Klassische Luftmatratzen haben drin was? Genau, Luft. Deshalb heißen sie ja auch Luftmatratzen. Bei der Matte bewegen wir uns im Preisbereich von ungefähr 200 bis 250 Euro. Das kommt je nach Größe, Angebot etc. drauf an. Man kann bei dieser Matte, finde ich, aber auch getrost darauf gucken, ob man sie vielleicht irgendwo gebraucht kriegt, da sie sehr hochwertig und langlebig erscheint. Wir haben zwei Größen. Ich habe die XXL-Variante in 76 x 203 cm. Das ist also schon eine Hausnummer, ein ziemlich großes Ding. Und folglich haben wir auch etwa ein Kilogewicht von 2,4. Wir merken also, hier ist es auf jeden Fall keine Ultralight-Tracking-Matte, sondern sie ist wahrscheinlich eher auf den Camper ausgerichtet oder auf jemanden, der zwar wandern geht, aber keine großen, weiten Strecken dabei zurücklegt. In der Farbe ist meine blau. Angeblich gibt es Varianten. Ich habe noch keine andere als blau gesehen. Ich bin mit dem Blau aber auch absolut zufrieden. Mitgeliefert wird ein kleiner Pumpsack. Den finde ich aber nicht so besonders, weil wir haben oben zwei Ventile zum Reinpusten. Und wir haben bei dieser Matte bis jetzt technisch auch nicht das Problem. Es wird auch so angegeben, dass man Atemluft reinpusten kann. Das heißt, der Speichel, die Atemluft, die Feuchtigkeit, die verklebt innen drin die Matte nicht. Ja, das sind auch schon alle Informationen, die ich dazu habe. Im Prinzip ist dieses Video bereits ein Langzeittest, denn ich habe kein erstes Testvideo dazu gemacht, als ich mir die Matte vor etwas über 2 Jahren besorgt habe. Was war meine Grundintention? Ich wollte eine richtig, richtig gute Outdoor-Matte zum draußen schlafen. Nicht unbedingt zum Tracking, sondern für viele, viele Camping-Sachen im Bereich, wenn man auch mal bis Minusgraden draußen schläft. Mittelaltermärkte für die Verstärkung, wenn es Fell alleine zum Beispiel nicht ausreicht zum draußen schlafen etc. etc. Bekommt einen Überblick davon, was ich von dieser Matte wollte. Es gibt dafür auch teilweise einen Begriff, den ich auf Outdoor-Messen gesehen habe, der nennt sich Glamping, also Glamorous Camping, also besonders edles Camping, ja, dass man auf möglichst wenig draußen verzichtet. Und das wollte ich. Eine Matte, die sehr hoch ist, das heißt 11 cm und ordentlich den Rücken unterstützt, die man auch hart aufblasen kann, die auch bei Minustemperaturen gar kein Problem hat und die sehr komfortabel ist. Und das habe ich bekommen, denn die Mondo King 3D von Thermarest ist einfach eine fantastische Matte. Sie kostet natürlich auch 250 Euro, das ist schon mal ein gewisser Happen und sie ist natürlich im Handling auch nicht immer ganz praktisch, vor allen Dingen, wenn man über Trekking nachdenkt. Aber im Campingbereich habe ich noch nie irgendwie eine Art von besserer Matte gesehen. Man rollt sie aus, man macht kurz die Ventile auf, dann bläst sie sich einen gewissen Teil von selber auf. Das hängt davon ab, wie schnell das geht, wie lange ihr die Matte vorher eingerollt hattet. Das heißt, wenn ihr sie sehr lange über den ganzen Winter eingerollt hattet, was man mit solchen Materialien ja eigentlich sowieso nicht so machen soll, dann dauert es eine gewisse Zeit, bis sie sich wieder anfängt aufzublasen. Das heißt, das kann schon ein paar Minuten länger dauern, aber zur Not kann man dann einfach nachpusten und das ist gar kein Problem. Ich habe auch bis jetzt immer noch kein Problem gesehen, obwohl ich sie auch längere Zeit so eingerollt, richtig gequetscht hatte im Schrank.
Das heißt, wenn sie sich ein bisschen von selber aufgeblasen hat, dann bläst man über die Ventile ein bisschen selber nach, kann so bestimmen, wie hart die Matte sein soll, legt sie hin und dann ist man glücklich. Man hat wirklich ein sehr, sehr bequemes Liegegefühl. Es ist teilweise, finde ich, sogar besser als bei einer Matratze zu Hause. Es kommt natürlich darauf an, was ihr für eine Matratze zu Hause habt. Und dadurch, dass ich mir auch die ganz große ausgesucht habe, was man nicht machen müsste, weil ich bin jetzt über 1,94 und auch ein bisschen breiter gebaut von den Schultern her, dann kann man natürlich auch die kleinere nehmen, dann hat man es ein bisschen weniger sperrig, man hat ein bisschen günstigeren Preis, ne, und kann sie vielleicht auch besser transportieren. Temperaturtechnisch gar kein Problem. Damit kannst du wirklich bis minus 10 Grad ohne Probleme liegen und dann ist dir von unten immer noch kuschelig warm, kann halt sein, dass du dich oben zu wenig eingedeckt hast sozusagen. Haltbarkeit, langlebig, Verarbeitungsqualität, das würde von mir alles immer bei dieser Matte 5 Sterne bekommen, weil ich nirgendwo irgendeine Art von Rissstelle sehe und ich habe damit schon mindestens über 50 Nächte geschlafen, eigentlich weit mehr, ich bin gerade nur zu vorsichtig, dass ich mich da nicht vertue. Da gibt es wirklich kein Problem, alle Nähte sind top, alle Ventile sind top. Es gibt kein Problem mit diesem Verkleben wegen Atemluft, gar nichts. Ich habe an dieser Matte wirklich nichts auszusetzen und wenn du so eine Matte suchst für dein nächstes Kumpeltreffen am Fluss, für irgendein Treffen im Harz, bei Schnee etc. draußen schlafen, ist das gar kein Problem. Mit diesem Teil kann man das wirklich machen. Man muss natürlich davon ausgehen, dass das Ding auch ein bisschen Platz im Zelt wegnimmt, aber dafür ist dein Rücken völlig in Ordnung, es gibt gar kein Problem. Thermarest als Marke selber kennen natürlich die meisten von euch, nehme ich zumindest einfach jetzt mal an. Ich habe davon auch schon andere Matten. Meine Frau hat eine Selbstaufblasende, die ein bisschen kleiner ist. Die benutzt sie jetzt auch schon 5 Jahre oder so. Da gibt es auch kein Problem. Also Thermarest ist die einzige Schlafunterlagenmarke, die ich bis jetzt ausprobiert habe, mit der ich noch nie irgendwas zu bemängeln hätte. Und bei mir sind schon andere kaputt gegangen oder haben nicht das versprochen, was sie wollten etc. Sowas kann immer mal vorkommen. Bei Thermarest anscheinend bis jetzt nicht. Falls du mal ein Problem mit Thermarest hattest, lass es doch die Community gerne mal wissen, damit ich hier nicht die einzige Stimme bin. Solltest du dich für die Matte interessieren, beziehungsweise für weitergehende Informationen, die ich vielleicht vergessen habe oder die ich nicht so wichtig fand und weggelassen habe, dann schau doch einfach in die Videobeschreibung rein, da findest du Links. Die Links zu Amazon sind sogenannte Affiliate-Links, das heißt, wenn du darauf klickst und dann später etwas bei Amazon kaufst, egal was, bekomme ich davon Prozente. Vielen Dank dafür schon mal im Voraus. Informiere dich gerne über den besten Preis. Und wie gesagt, bei solch qualitativen Produkten, finde ich, kann man auch mal gucken, ob man sie nicht Gebrauch kauft. Das musst du für dich selber entscheiden. Ansonsten findest du auf diesem Kanal natürlich noch viele weitere Videos zu Ausrüstung, sowie auf dem Hauptkanal, auf dem Outdoor-Kanal, Wanderungen etc. etc. Übernachtungen. Schau da gerne mal vorbei. Und vielleicht sehen wir uns ja beim nächsten Video. Ich würde sagen, bis dahin. Tschüss, tschüss.